Nun öffnen wir unseren neuen. Das hier ist der neue, den wir anbringen wollen. Dazu drücken wir den an der Seite etwas zusammen. So, und können dann oben das obere Stück gut abheben. So, hier seht ihr, ist die Stopp- und Spültaste. Die drückt dann diesen Kumpel nach unten. Und wenn sie den nach unten drückt, öffnet sich da unten drin dieses Teil, ne? Diese Abdichtungskumpelchen da. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Material dabei. Jetzt haben wir hier ein bisschen was am Start. Ein paar Dichtungsfreunde, die wir dann benötigen, um eine vernünftige Abdichtung zu bekommen. Ne? So. Dann haben wir hier Befestigungsmaterial in Form von Schrauben und Dübeln. Okay. Und Haltekumpels. Die sind aus Kunststoff. Ich glaube, da benutze ich lieber meine Metallhalter, die schon drin waren. Cool. So. Und ein Eckventil ist auch dabei und ein Flachrohr. Cool, Eckventil direkt mit dabei. Wenn ihr das Eckventil hinten zum Beispiel tauschen müsstet, könnt ihr das dafür reindrehen. Dazu einfach da Wasser abstellen, Hauptwasserversorgung, nach links herausdrehen, diesen Teil hier einhanfen, dann dort noch etwas Flussmittel, Dichtmittel drauf tun, das Cover hier drauf schieben und dann nach rechts bzw. im Uhrzeigersinn eindrehen in die Wand. Habe ich aber schon extra Video gezeigt. Hier ist ein Stab, ein Zuleitungsstab, der ja bei uns sogar schon auch dran ist und gebogen ist. Mal gucken, ob der ausreicht, ansonsten nehmen wir den. Gut, also auch mit dabei. Und hier haben wir ein neues Schläuchli für unten. Cool, das können wir also auch nehmen in der Farbe von unserem Kasten. Der ist grau gewählt diesmal. Gut, das heißt, also hier ist ja echt alles dabei. Okay, womit geht's ab? Wir haben hier noch die Einfüllorgien-Schwimmer-Freundin am Start. Die ist dafür da, um dann auf der Seite installiert zu werden. Ne, hier ist der Ausgang, hier geht's rein. Die ist dann dafür da, um loszuschwimmen. Okay, und die macht, wenn sie nach oben kommt, das Ventil da drinnen zu. Kann man das sehen? Nee, aber wenn sie nach oben kommt, schließt das Ventil hier drinnen und kein weiteres Wasser wird mehr in den Spülkasten hineinkommen. Okay, das ist der Schwimmer. Den können wir auch hier einstellen, indem wir das Teil hoch oder runter bewegen. Dann wird voller oder nicht so voll. Ne? Das können wir einstellen, von oben sogar dann aus. Das kommt also auf die Seite, wo das Wasser reinkommt. Das hier ist, wo es Wasser rausgeht. Okay? Hier wird hochgezogen, dann fließt es unten raus. Hier wird dann drauf gedrückt, damit es dann rein oder rausfließen kann. Gut, Wasser kommt rein. Bei uns wird es demzufolge auf der rechten Seite reinkommen. Das heißt, dieses Teilchen hier werden wir jetzt hier einbauen auf der Seite. Hier kommt es dann rein und hier ganz rechts, dort wird dieser Kopf dann herauskommen. Der kommt dort hinaus. Und das Teil müssen wir jetzt rausholen. Das heißt, schieben wir uns das mal raus. Sehr schön, auch schon vorgebohrt. Manche Hersteller machen dann nur so Nippelabdeckungen. Und das ist doof, denn dann, da muss man das selber freibohren. Das ist blöd. Gut, das heißt, dieses Ding hier muss jetzt nur noch da rein. Und zwar auf die Seite. Und dann können wir das von außen hiermit dann verschrauben. Also, das machen wir ab. Das kommt da jetzt gleich durch. Gut, jetzt fummeln wir das mal hier rein. Das heißt, wir machen uns den Weg frei. Auf der anderen Seite wäre es ein bisschen einfacher, aber dann haben wir nicht diesen Drückerfreund hier am Start. So, das heißt, wir schauen uns mal an, wie wir das... Ach, guck mal hier. Können wir ganz einfach nach oben herausnehmen. Ein bisschen zur Seite legen. Jetzt kommt... Da unten ist noch ein Zettel drin, sehe ich gerade. Ah, cool. Da ist auch noch erklärt, wie wir gleich da das anschließen sollen. So, das Ding kommt jetzt hier rein. Wird hier durchgeschoben. So, hier sind wir. Ne, da sind wir jetzt durch. Und jetzt kommt das von außen dran. So, und kann jetzt hier verbunden werden. So, das reicht, wenn ihr das handfest andreht, weil das ist eine Kunststoffmutti. Die
geht gerne kaputt mit der Mutti. So, und jetzt haben wir unseren Schwimmer schon hier drin. Der Schwimmer kommt dann hoch, das Wasser stoppt, das Ventil stoppt. Hier können wir es noch einstellen, ob mehr oder weniger Wasser gebraucht wird. Okay, jetzt können wir das Ding wieder einhängen. So, schwuppdiwupp. Hier kommt es rein, da geht es rein. Und dann haben wir unseren Öffner. Na, da unten. Cool. Einfache, simple Mechanik, die aber sehr gut funktioniert. Okay, damit haben wir die Vorbereitungen für unser Spülkasten getroffen und können jetzt zur Montage übergehen. Das heißt, wir haben hier alles zu, hier ist alles da, 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 da. Da ist ja alles schon mit Gummis eingesetzt. Ne? Der Stopper selber hat schon Gummi, das heißt, da müssen wir nichts mehr machen. Jetzt können wir das Ding wieder drauflegen. So. Und haben unseren Kasten vorbereitet und können ihn jetzt an die Wand bringen. Sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.